Ja, wenn ich in Handschellen wäre, wäre ich nicht so frech. So, dann steigen Sie mal ein. Kann er gehen? Können Sie ihn gehen lassen? Dann bin ich erst recht frech. Nein. Wieso? Einsteigen jetzt. Guck mal, ich mache Ihnen ein freundschaftliches Deal. Lassen Sie ihn einfach gehen. Und ich gebe Ihnen viel Geld. Schon Funkcheck für den Kaschitter Kamera. Dann sind Sie festgenommen, Herr Montana, ja. Zum Essen gehen. Können Sie die Hände hoch. Hände hochnehmen. Ich werde den Handschellen anlegen. Nehmen Sie die Hände oder was? Dann drehen Sie sich um, nehmen Sie die Hände hoch. Das war ein Witz? Drehen Sie sich um. Das war ein Witz, Mann. Bist du wahnsinnig oder was? So, einmal die Hände hoch. Ja, mitkommen. Schnell. Rein in den Schaft da, rein in den Schaft da! Gib Gas, gib Gas, gib Gas! Schieß, schieß, schieß! Ich hab... Ey, halt euch fest, jetzt wird's ernst. Ja! Ja! Ja, zieh durch, Bruder! Kickdown! Achtung, F-Bahn. Oh. Machen wir Spezielles. Du musst mich reinlassen jetzt! Lass mich rein! Lass mich rein! Fahr, gib Gas! Nein! Bonasera aus dem Knast? Ah. Tony, bist du noch aktiv im Knast oder? Ich bin in den Zellen unten, ja. Achso, ich dachte, du brauchst eine Abholung, Tony. Nee, ich bin noch im Knast, hab noch ein paar Monate. Okay, wie lange hast du noch? Moment. Ey, warum denn schon wieder? 17 Monate. Ja, Montana, warum sitzen Sie schon wieder? Ach, fragen Sie mich nicht. Es ist irgendwie... Egal. Okay. Aber mir geht's gut. Knast einbrechen, Sonny, oder was? Das freut mich zu hören. Wie lange sitzen Sie noch? Noch 17 Monate. Sonny? Ja? Was hat ihr gemacht? Dann weiter in ein angenehmer Offenfeld. Grazie, bis gleich. Was nochmal, Esko? Ja, wir wollten rein, ja. Hat nicht funktioniert? Sonny, kannst du mich gleich mal anrufen, bitte? Ja. Mach ich sofort. Okay, Bruder. Du mitbekommen hast, aber Sonny ist im Knast, wenn er da telefoniert ist, ne? Wir rufen dich dann, wir holen dich dann ab, oder hast ja, du schon draußen? Ja, er ist gerade am Telefonieren, deswegen. Ja, irgendwie ganz kurz, ganz schnell. Wir kommen dich gleich abholen. Ja, okay, alles klar. Okay, Bruder, bis gleich. Ciao. Ciao. Ja, das ist mein eigener Knast gerade, ja, ruf mich an, ich mach hier, was ich will. Buonasera. Buonasera. Dich kann niemand hören im Knast, ne? Ich glaub nicht. Und wenn, dann soll er sich verpissen, ist mein Knast. Okay. In wie vielen Haftanheiten? Ich hab noch 10 jetzt. Gut, ich hol dich gleich ab. Ah, okay, danke, Bob. Oder? Jawohl. Ja, bis gleich. Bis gleich, arrivederci. Als Info, ich bin im PD unten an den Zellen. Also nicht im SG. Wer denkst du, wenn jemand kommt? Oder mir ein Auto abstellt? Ja, wo sollen wir hinkommen? Ja, Bob wollte mich jetzt auch abholen. Mir ist egal, also wer mich abholt. PD, PD. Alles klar. Du bist gar nicht im SG, du bist im PD. Ja, ich bin im PD, sorry. Ah, okay. Holt ihn jemand ab? Ja, Bob, komm. Positiv, ich. Okay, perfekto. Sonny, wie lange hast du noch? Die fahren jetzt mit dem T20, fahren die hier jetzt ab, die suchen unser Labor. Jetzt bin ich frei, aber warte mal, ich komme nicht raus. Kannst du mal reingehen, Bob? Ich bin gefangen, ich bin frei aber gerade. Wo denn? Oben im PD, sag mal, die sollen unten die Zelle aufschließen, ich komme da nicht raus. Ja, ich sag dir mal Bescheid. Normalerweise kommt gleich ein extra Wärter, der dich so rausbringt. Das wird dich keiner fragen, ich hab den Knast in Kontrolle.
Ja, und außerdem, MPD, darfst du dein Handy behalten. Nein, darf man nicht. Darf man nicht mehr. Aber normalerweise müsste gleich ein extra Wärter kommen, dann kommst du an der Seite vom PD raus. Nope. Aber, ey, keine Sorge, Bob. Geh einfach hoch, sag, die werden dich nicht fragen. Sonst gibt's Kopfnuss. Also der Tisch. Vielleicht ab und zu mal gucken, ob die da wieder sind. Ne? Vielleicht warten die einfach nur, dass wir jetzt wieder dahin gehen und uns dann da attacken können. Wieso auch immer sie hier sind. Ja, dann lass mal am besten alle Finger weg vom Labor. Das Ding ist halt, kann ich nicht tun. Alles gut. Waren sie schon am Spind? Ich war schon. Wollen wir nochmal wieder so eine Rückholsache machen, dass wir da alles rausholen? Dass wir kurz davor alles rausholen, dass, falls die es aufnehmen, die... Perfekt. Ich bedanke mich und wünsche einen schönen Abend noch, ne? Ja, Moment kurz. Moment, kontrolliere mal Ihre Akte noch, bevor ich... Machen Sie das. Auf schönen Tag, meine ich. Danke, warte, gleichfalls. Warte, scheiß Tür klemmt. Jo. Boom, geh auf. Jetzt auf. Perfekt. Tschüss. Arrivederci. Arrivederci. Sonny, du siehst halt wunderbar aus. Ja, ne? Wunderschönes Outfit. Ja, ja. Ich hab vor denen mein Funkgerät noch ausgemacht, Bob. Ich hab gesagt, Moment, ich muss mein Funk kurz ausmachen. Kein Wort. Kennst du die? Nö. Bob, das ist diese, wie sagt man, diese... Das ist diese sowas, Berühmtheit hier? Nein, auch nicht. Das ist so eine Aura, die man einfach ausstrahlt dann. Das kommt dann von alleine, das bring ich euch allen noch bei. Grazie, Bob, gell? So, ich muss mal ein Labor leer räumen. Jo, später. Nach dem Essen wurde immer jemand erwürgt. Man erzählte den Gästen, dass es ein Treffen mit anschließendem Abendessen gäbe. Die betreffenden Personen wurden vorher ausgewählt und wussten, was sie erwartete. Es ging jemand mit einem Strick hinter ihnen her und das war's. Besser, ja? Ja, wir warten einfach auf Sonny so. Sonny ist ja sowieso Hauptperson. Ich glaube, das ist Sonny. Ja. Ah ja. Die steht da hinten, ne? So, wo steht hier jetzt eine Schlampe? Da vorne steht die oder Lampe. Schlampe und Lampe. Beides. Bleib dich mal auf. Dennis? Hat der jetzt gerade nachdenken? Ja, Dennis ist gerade kurz nachdenken. Ja, wir haben ja Informationen, dass sie uns ja verraten hat, ne? Ja. Und der Cunningham hat mir letztes Mal irgendwie eine Nachricht, also nicht Nachricht, sondern der hat mir gesagt, dass sie ja mit Lorenz zusammen ist und dass sie jetzt auch zum Sheriff-Department gewechselt ist oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, irgendwas war da. Warst du da dabei bei der Situation? Dennis ist wieder da. Ich bin wieder da, ja. Dennis, komm mal. Also Dennis, ganz kurz, ja, die Dame, die kann nicht beim Sheriff-Department sein, weil sonst könnte sie keine Westen machen. Sie ist nicht beim Sheriff-Department. Dennis, hast du das überlebt an dem Abend? Oder? Natürlich. Dann kannst du uns ja berichten, was jetzt los ist. Wir an diesem Abend standen wir an der Uni-Garage. Ja. Da kam sie zu uns. Wir hatten vorher das Gespräch mit Cunningham. Ja. Im Nachhinein haben wir sie gerufen. Esco hat sie gerufen, damit wir mit ihr, also sie als Lockvogel nutzen, um an diesen, ich weiß nicht mehr seinen Namen, aber um an ihn ranzukommen, weil sie war an dem Tag sehr erschüttert.
Sie meint, ich habe heute alles verloren, was ich geliebt habe. Ich habe meinen Mann verloren, ich habe fast meinen Vater verloren. Hat sie gesagt. Hat sie gesagt, ja. Dass sie auch ihr Job verloren hat. Daraufhin hat sie gesagt, innerhalb von einer Stunde bringe ich euch den. Aber unter dem Vorwand, dass Esko mit ihrem Ex-Mann redet und sie wieder zurückgenommen wird. Okay. Zuerst hatten wir einen Treffpunkt ausgemacht, ich weiß nicht wo. Aber dann haben wir uns umentschieden und haben uns in... Also wollten wir uns in Rockford treffen. Sie stand da mit ihm am Burrito. Ja. Wir sind hin, haben ihn eingepackt. Ja. Aber als wir in der Sekunde Zugriff gemacht haben, war schon ein Helikopter da, der uns verfolgt hat. Ja. Und dann kam es zu einer Schießerei, die durch die ganze Stadt ging. Ja. Sie hat uns ausgenutzt. Also ich sag dir, wie es ist, wie sich das angehört hat. Hat sie ihn vorher gewarnt. Dass okay. wir ihn einpacken wollen. Hat sie das zugegeben? Hat sie nicht. Ach, sie weiß jede Schuld von sich? Wir haben sie noch gar nicht darauf angesprochen. Wir haben auf dich gewartet. Okay, dann werden wir sie darauf jetzt ansprechen. Und wenn sie das zugibt, dann ist sie auf unserer Liste. Alles klar. Wir müssen es jetzt aus hier rausquetschen. Du musst flunkern, ne? Wie? Du musst sagen, dass sie uns gesagt hat. Ja. Okay, okay. Ja, so machst du dieses Spiel. Wer will das Gespräch führen? Ich muss es nicht machen. Habt ihr Lust? Ja, dann lass du Esko machen, wenn er schon einen Plan Esko, hat. Willst du oder willst ich du Dennis? Da, ich du führst das Gespräch. Zeig uns deine Qualitäten. Du führst das Gespräch, du quetschst es jetzt aus hier raus, dass sie das zugibt, ne? Okay, wie heißt der Typ? Sam Palmer, glaube ich. Sam Palmer? Ich glaube auch Sam Palmer, ja. Ich sag einfach Sam, oder? Das war der, den wir einpacken wollten in der Nacht, ne? Richtig. Okay, ja gut, probieren wir es mal aus. Einen wunderschönen. Hi. Ich glaube, Sie wissen, warum Sie hier stehen, oder? Nee, weiß ich nicht. Können Sie sich an die Nacht vor 3 Tagen erinnern? Leider ja. In der Nacht, wo ich wahrscheinlich alles verloren habe. Kann man so sagen, ja. Jedoch haben sie anscheinend nicht alles verloren. Was ist in dieser Nacht passiert? Tut mir leid, dass ich unterbreche. Ja. Jedoch möchte ich sie darauf hinweisen, bitte in dieser Situation jetzt hier nicht zu lügen. Wir möchten nur etwas aus ihrem Mund mitbekommen. Danach werden wir ihnen alles weitere von unserer Seite mitteilen. Daher bitte ich Sie, bitte nicht zu lügen. Wir haben schon alle Informationen. Okay, also wenn es die Nacht ist, an die ich jetzt denke, wurde ich aus dem FAB entlassen. Mein Freund hat sich von mir getrennt. Mein Vater hat gesagt, er hat keine Tochter mehr. Ich bin aus der Wohnung geflogen. Was ist noch passiert in dieser Nacht? Was noch passiert ist? Ja, das möchte ich eigentlich hier nicht sagen. Mit wem ich das zu tun habe, weil das könnte vielleicht schlecht für mich enden. Ich denke schon, dass sie auspacken sollten, was in dieser Nacht noch vorgefallen ist. Was in der Nacht noch vorgefallen ist? Ich habe für gewisse Leute etwas getan. Vielleicht nicht so gut war. Sind wir hier, um Rätsel zu lösen oder um Antworten zu finden? Also ich habe mich mit einem guten alten Freund, kann man so nennen, kurz getroffen, habe ihn um einen Gefallen gebeten. Er hat mich um einen Gefallen gebeten und habe ich ihm auch erledigt. Sind Sie sicher, dass Sie den Gefallen erwidert haben und nicht eventuell der Gegenpartei einen Gefallen getan haben? Eigentlich nicht. Ich habe ihm jemand ausgeliefert. Wurde zu dem Zeitpunkt, wir wissen ja, um welche Person es geht. Es geht um den Herrn Palmer, Sam Palmer, richtig? Ja. Er sagt aber was anderes. Was sagt er denn? Das möchten wir ja gerade von Ihnen wissen. Also es war so, ich habe mit Herrn Esko Barovic
besprochen und er meinte, er möchte gerne den Kopf von Sam. Ob ich es hinkriege, habe ich mir natürlich, werde ich auf jeden Fall hinkriegen. Ich habe geguckt, dass ich mit Sam alleine bin, habe geschaut, dass ich den halt zu dieser einen Garage locke. Hat auch geklappt. So, dann kamen halt einige Leute und haben ihn mitgenommen. Okay, was danach passiert ist, habe ich keine Ahnung. Und Sie wollen jetzt gerade abstreiten, dass Sie ihm keinen Hink gegeben haben, keinen kleinen Tipp. Nein, absolut. Oder Ihre Ausdrucksweise nicht anders war, dass er irgendwie mitbekommen hätte können, dass da Leute auf ihn warten. Nee, habe ich wirklich nicht. Sie müssen halt bedenken, ne, der Herr ist beim FAB, ne. Ich denke mal nicht, dass diese Männer dumm sind. Aber sonst habe ich halt wirklich geschaut. Ich habe ihm extra gesagt, weil er wollte nicht alleine kommen. Da habe ich gemeint, du, sei mir nicht böse, aber ich habe im Moment echt keinen Bock auf FAB. War ja in der Nacht, wo ich da raus bin. Da habe ich gemeint, ich habe echt keine Lust auf diese Leute. Guck, dass du wieder alleine kommst. Nichtsdestotrotz hat uns der Palmer was anderes mitgeteilt. Das ist interessant. Diesbezüglich würde ich ganz kurz Sie nochmal hier mit den Herren stehen lassen und würde sofort wiederkommen. So, pass auf, du kannst sie direkt auseinandernehmen. Ja. Die sagt, die hat alles verloren, oder nicht? Hat die nicht gesagt, die hat alles verloren auf Seiten des Staates? Das heißt doch, sie ist verstritten, sie hat FAB verloren, sie hat alles verloren, oder nicht? Ja. Wieso läuft sie dann unbehelligt im PD rum? Kannst du mir das erklären? Weiß ich auch nicht. Und wo habt ihr sie gerade aufgegabelt? Sie war doch beim PD, oder nicht? Sie war im PD. Wir haben eine Stunde vor dem PD gewartet, sie war drinnen durchgehend. Ja. Dann ist sie raus, ist zum Klamottenladen, hat sich nochmal umgezogen, ist zur Workstation gefahren. Ja. Und dann war sie auf dem Weg Richtung, dann ist sie wieder zurückgekommen, hat einen BMX genommen, ist Richtung Winewood, Rockford gefahren. Also ich weiß auch nicht, was ihre Mission da war, aber... Ich glaub der kein Wort, ne? Und das nicht, weil ich sie generell unter Verdacht habe, sondern weil sie schlecht lügt. Das finde ich auch, weil... sie ist leicht nervös und dazu kommt noch... Macht mal so, als ob ihr telefoniert. Ein Handy hat genommen. Jetzt redet weiter. Ich mach mal so, ne? Damit sie denkt, wir telefonieren. Ja. Dazu kommt noch, ich sag ihr jetzt einfach, nichtsdestotrotz, dass Sam Palmer gesagt hat, dass sie ihn vorgewarnt hat und dass wir gerade eben sie eine Stunde lang beschattet haben, dass sie im PD durchgehend da mit irgendwelchen Agents, mit irgendwelchen Beamten gesprochen hat. Kann sie das schlecht abstreiten. Sagen wir die letzten Tage. Ne? Die letzten Tage. Und du sagst zu ihr, sie soll jetzt sofort die Wahrheit sagen. Also weißt du so, sie soll aufhören zu lügen, weil sie hat uns hier dreist angelogen. Ja? Sie hat jetzt noch die Chance, die Wahrheit zu sagen. Und dann kann sich das hier vielleicht noch ändern. Können wir ihr was abschneiden? Ja, ihr müsst sie jetzt richtig unter Druck setzen. Wir haben die fast haben wir sie. Wir haben sie fast. Sie lügt können aber wir ihr was abschneiden? Ist das okay? Oder ist ja, das ja, es ist okay, solange sie es mitmacht. Also da frage ich sie über Dinge, sag, oder? Ich schneide dir die Hand ab, wenn du nicht die Wahrheit sagst oder so. Und sag auch, wir haben sie echt fast. Ihr könnt da ihr halt gut reden. Ihr sagt, pass auf, wenn du jetzt die Wahrheit sagst, wird es hier nicht eskalieren oder so. Irgendwie sowas. Wir haben sie fast. Ey, Jackson, mach auf den Psycho-Aggressiven und Dennis ist der sagt, ey, komm runter. Und dann brüllst du sie wieder ein bisschen. So, mach diese böse Kopf, guter Kopf. Genau, okay. Genau. Wer kommt denn da jetzt an? Wow. Hä, an mir ist kein Auto vorbeigefahren, also ich komme jetzt. Im Wasser, zwei Jetskis. Im Wasser, ja. Das sind, das sind Frau und ein Typ, alles gut. Gefühlt richtig. Dann machen wir Psychoschiene. Okay, los, komm. Sollen wir die Psychoschiene schon direkt anfangen oder soll ich erstmal? Ja. Okay. So, die Dame. Können Sie mich verstehen? Die Dame, verstehen Sie mich? Hallo? Hört man mich, hallo? Ja. Meine Damen und Herren, langsam wird mir das Ganze jetzt zu bunt. Wir haben andere Informationen. Welche Informationen habt ihr denn? Hat man Ihnen gerade gesagt. Weil wie gesagt, ich hab den eingepackt. Nee, Sie sind jetzt mal still. Ich hab keinen Bock auf das Gelaber. Tatsächlich hätte ich Lust, Ihnen irgendwas abzuschneiden. Ich weiß nicht. Bevor wir zu diesen Mitteln greifen, sollten wir uns vielleicht noch mal ganz kurz mit der Dame unterhalten. Nicht, dass sie gleich zu viele Schmerzen hat. Das Ding ist, sie haben zwei Optionen hier.
entweder sie rücken mit der ganzen Wahrheit raus oder es wird nicht gut für sie ausgehen. Ich sag Ihnen noch mal kurz am Rande, die letzten 3 Tage waren einige Leute an ihnen dran, die sie leicht beschattet haben. Sie haben auch gesagt, sie haben vor 3 Tagen in der Nacht, haben sie alles verloren. Was haben sie dann die letzten Tage in PD gemacht? Ja, mich mit den Leuten unterhalten. Sei auch ab und zu richtig aggressiv, ne? Warum unterhält man sich mit den Leuten, wo man doch Stress hatte? Ich habe Stress mit dem FIB, nicht mit dem PD. Aber da waren auch einige FIB-Agents. Aber die haben nicht mit mir geredet. Mit denen sie da standen. Achso, okay, das liegt daran, Sekunde mal, sie haben gerade gesagt, sie haben sich mit keinem von denen unterhalten. Jetzt auf einmal, wenn wir sie darauf hinweisen... Da wo ich herkomme, passen Sie auf. Man schneidet Lügen an die Zunge raus. Ich habe da drauf keinen Bock. Ich nehme denen lieber einen Augapfel, weil ich liebe es, wenn die Menschen schreien dabei. Ja, verstehen Sie mich? Jungs, Dennis, jetzt ziehen wieder zurück. Ich hatte eine Akte, ich habe auch 1000 Mann. Okay. Wollen wir uns wieder. Wegen Freiheitsberaubung. Aber verstehen Sie, was ich meine? Jedes Mal, wenn wir Sie mit etwas konfrontieren, heißt es dann, ah ja doch, da war ja noch was. Ich gebe Ihnen jetzt noch einmal die Chance, die Wahrheit zu sagen, was an diesem Abend passiert ist. Wenn Sie die Wahrheit dementsprechend rausrücken, überlegen wir uns das eventuell nochmal anders. Also ich sag euch, dann sag auch, dass du ihr Leben schützt, indem du dein Fratello immer wieder zurückziehst. Baumaschine von mir getrennt hat. Esco kennt Baumaschine sehr gut. Sie jetzt einfach gleich um, ich schieße jetzt gleich einfach in den Kopf. Ich habe keinen Bock. Nein, beruhig dich. Also, weiß ich nicht, ne? So, dann habe ich mit Esco geredet, habe gemeint, hier, ich möchte Baumaschine zurück, ob er mir helfen kann. Hat er gemeint, klar, er kennt ihn ja so gut, er wird mit ihm reden, allerdings müsste ich was für ihn machen. Ich so, klar, mache ich. Nein, gemeint, er möchte Sam Palmer haben. So, Sam Palmer schuldet mir 4,5 Millionen, ja? Dieser Mann meint, er könnte mit mir machen, was er will. So, deswegen habe ich gesagt, klar, kriege ich hin. Ich habe mit Esco die ganze Zeit Kontakt gehabt, per Telefon oder auch per SMS, und habe ihm eigentlich immer alles geschrieben, was ich jetzt gerade tue und was Sam gerade mir gesagt hat. So, Sam da oben im Norden hatte wohl noch irgendeinen Einsatz, deswegen musste ich warten. So, ich habe Sam gesagt, hier, ich habe Westen, ich würde die gern geben, ich brauche die nicht mehr, kannst du dir die abholen? So, hat er gemeint, ja, nee, kann ich nicht so. Da habe ich ja die ganze Zeit versucht, irgendwie rumzudrücken, dass er irgendwie kommt. Ich kann das nicht mehr hören, ne? Das liest sie vor, das willst du mich verarschen. Ne, ihr müsst sagen, dass ihr gerade am Telefon mit Cops wart. Los, Signora. Was soll ich dir denn sagen, dass... Du warst am Telefon mit Cops, wie sie so dreckig lügen kann. Mein Bruder hier... Du warst gerade am Telefon mit jemand. Sag so. Mit jemandem telefoniert. Erzählt uns eine ganz andere Geschichte. Aber das wäre am besten, wenn er ihn das mal mitteilt. Oh, ich krieg gerade sogar nochmal einen Anruf. Ich weiß nicht, was im Moment ficken mich die Leute ohne Ende. Es werden nur noch Lügen über mich erzählt. Das ist gerade echt sehr schlecht. Ich verstehe das nicht. Ich habe euch gerade die Wahrheit gesagt. Das ist gerade echt sehr schlecht. An, wenn ihr hier die Waffen vor mir habt. Ja, richtig. Das ist von mir. Ja, klar, natürlich. Ich habe andere Informationen, ne? Ja, das ist immer so. Jeder hat immer andere Informationen. Okay, wir sagen, ich tue doch nicht mein Leben riskieren. Wir haben mit dem PD gesprochen. Sag ich jetzt. Und das PD hat uns bestätigt, oder was soll ich sagen? Ja. Ich habe dann eine Akte bekommen. Ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie schon mal 2 Steine aufeinander gerieben? Ja, das gibt Feuer. Ja, Sie kennen das Geräusch. Nee, ich will auf das Geräusch hinaus. Das Geräusch kennen Sie, ja? Ja. Hört sich eine Machete an, wenn ich in Ihrer Augenhöhle drinnen rumbohre und Ihnen das Auge entnehme. Hört sich das nicht an, nein. Das hört schon so an, wenn das drauf kommt. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, ne? Kommt leider im ersten Augenblick natürlich nicht. Das ist erstmal fleischig, ne? Läuft erstmal der Saft aus. Aber das Ganze umsonst. Okay, nochmal zurück. Erzählen, was. Ich find's traurig, weil es war halt wirklich so. Hier sprechen Fakten. Und die Fakten sprechen gegen sie. Da wir die letzten Tage. Hol doch bitte mal diesen Esco hierher. Was soll Esco bestätigen, wenn wir. Kann die SMS doch dann, vielleicht hat er die noch. Ja, was hat eine SMS damit zu tun? Ich könnte genauso mit der Zielperson neben mir stehen, mit ihm mich unterhalten, mit, ja,
Die wollen deinen Kopf. Wir tun so, als ob du alleine kommst. Und hintenrum schreibe ich dann der anderen Person, ja, okay, sie kommt alleine. Also, wir haben schon unsere Bestätigung. Es sein kann, dass Sam Palmer sagt, sie hat ihn informiert. Gemütigt, hat Geld abgezogen und alles. Ja, warum sollte ich dann mit ihm zusammenarbeiten? Oder habt ihr den umgelegt? Ein... Ich hasse diesen Mann. Okay, aber er ist ein Agent, richtig? Wie kann ein Agent von einem anderen Agent Geld abziehen? Nichtsdestotrotz, warum soll ein... Okay, aber warum soll ein Agent uns die Information geben, dass er vorgewarnt worden ist? Darum, weil er seinen Arsch retten will. Das ist alles. Dieser Sam Palmer, ohne Witz, er ist korrupt wie Sau, ja. Ich war damals bei den Ballers, ich war mit Sam Palmer zusammen und er stand neben mir. Ich hatte meine Langwaffe draußen, er hatte seine Langwaffe draußen, ja. Er ist korrupt wie sonst was, ja. Er guckt immer nur, dass er seinen eigenen Arsch rettet. Er zieht die Leute ab und, ja. Aber nichtsdestotrotz, keiner unserer Leute hat diese Information aus ihm rausbekommen, sondern jemand anderes. Ja, damit er gut dasteht. Aus seinen eigenen Reihen. Ja, natürlich, damit er gut dasteht. Wie? Ihm, was hat er denn davon? Er möchte mich am Boden sehen, das ist das. Ja, aber die Person, mit die wir dahin geschickt haben, hat er mit der Situation nichts zu tun. Warum soll er vor einer anderen Person gut dastehen? Ja, es wäre doch scheiße, wenn er irgendwie vor jedem was anderes sagen würde, ne? Er würde doch besser dastehen. Er würde doch besser dastehen, wenn er sagen würde, ja, ich war alleine da und ich habe mich alleine da rausgeboxt, als zu sagen, ich hatte einen Informanten, der mich da rausgeboxt hat oder der mich vorgewarnt hat. Also ich habe ihn macht keinen Sinn, oder? Und ja, steckt meine kleine Tochter ihre Finger in irgendwelche Mafia-Geschichten, die ich mir selbst nicht anmaßen würde.